Immer mal wieder habt ihr sicherlich in unseren Videos dieses gute Stück hier gesehen. Das ist unsere dezentrale Wohnraumlüftung. In einem separaten Video sind wir schon mal genauer darauf eingegangen, warum wir uns dafür entschieden haben. Deshalb möchten wir euch in dem heutigen Video zeigen, wie das Ganze eingebaut wurde, wie es mit unserem Bedienpanel funktioniert und wie unsere ersten Erfahrungswerte sind. Ilan und Alia. Ilan ist noch hinter der Kamera und wir sind mal wieder in unserem Schlafloft in unserem Tiny House. Ihr seht schon, über mir ist einer unserer zwei dezentralen Wohnraumlüfter. Zusätzlich haben wir noch im Badezimmer einen Ablüfter, der nur anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, nach dem Duschen zum Beispiel. Man muss vorab nochmal sagen, dass wir zunächst eigentlich die Lüfter selbst komplett einbauen wollten mit der Durchbohrung unserer Fassade. Und zwar bei unserem letzten Besuch unseres Tiny House Herstellers in Detmold. Das haben wir allerdings zeitlich nicht mehr geschafft, da Ilan und ich schon abreisen mussten, weshalb wir unseren Installateur dann darum gebeten hatten, das Ganze für uns vorzunehmen. Das hat er netterweise gemacht und auch alles richtig eingebaut, glücklicherweise. Ilan zeigt euch gleich den genauen Aufbau. Ich möchte nur ganz kurz nochmal erklären, wie unser System funktioniert. Also bei unserer dezentralen Wohnraumlüftung haben wir ein System mit Wärmerückgewinnung gewählt. Das ist bei unserer Wandstärke ungefähr 70%, die wir an Wärmerückgewinnung erreichen können. Damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und die beiden funktionieren immer paarweise. Das heißt, während der eine Lüfter in der Küche, den zeigen wir euch gleich noch, frische Luft in den Raum hineinbläst, saugt der diese ab und führt sie nach draußen. Und bei diesem Prozess wird immer die warme Luft des Raumes gespeichert, sodass, wenn von draußen die kalte Luft reinkommt, durch die Keramik, die die Wärme speichert, die Außenluft wieder temperiert wird. Somit haben wir einen geringeren Wärmeverlust, geringere Heizkosten im besten Fall. Das lassen wir euch dann natürlich wissen, wenn es soweit ist und wir eine erste Bilanz ziehen können. Aber das war erstmal so der Gedanke, gerade auch weil unser Tiny House diffusionsgeschlossen ist und die Luft in kleinen Räumen einfach viel zu schnell stickig wird und das Risiko der Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung einfach zu hoch ist. Wir werden das Ganze jetzt mal auseinanderbauen, um es euch zu zeigen. Der Lüftungsschlitz geht nach oben. Ich nehme die Kappe mal ab. So, der Rest ist verschraubt mit der Wand, aber man sieht hier auch schon mal den Filter. Das ist unser Staubfilter, den kann man auch austauschen. Und man kann ihn auch ersetzen durch einen Staub-Pollenfilter. Das werden wir demnächst auch tun. So, das hätten wir. Jetzt können wir das abnehmen. Und da sieht man auch schon das Verbindungskabel. Da sollte man schon darauf achten, dass man das vorher verbindet, bevor alles installiert ist. Wir hatten Glück, dass wir hier noch rangekommen sind, dass unser Installateur uns das Kabel quasi vorher noch rausgezogen hat. Das war im Wohnzimmerbereich leider nicht so. Da mussten wir die ganze Wand nochmal abbauen. Also darauf auf jeden Fall achten. Jetzt kann ich hier das Gehäuse, nenne ich es jetzt mal, einfach so rausziehen. Und hier drin sieht man schon, das ist die Hochleistungskeramik. Und hier vorne ist der Ventilator. Und das Ganze befindet sich in einem Rohr, in einem Fixrohr mit einem Durchmesser von 160 mm, also 16 cm. Und unser Wandaufbau insgesamt, hier hinter ist ja der Hohlraum, hier, da wo das Kabel auch reingeht, da haben wir nochmal einen Hohlraum von knapp 8 cm. Insgesamt haben wir einen Aufbau von etwa 15,5 cm, meine ich, waren das. Und hier draußen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, jetzt seht ihr es wahrscheinlich, haben wir uns dann eben für ein Wetterschutzgitter entschieden, damit das Ganze nicht zu sehr nach außen hin absteht. Ganz wichtig zu erwähnen ist noch, dass wir hier einen Winkel eingebaut haben. Das heißt, dieses Fixrohr hat einen Winkel von, ja, sagen wir mal, knapp 2 bis 3 Grad. Das haben wir dann im Nachhinein, als das alles passte, ausgeschäumt, beziehungsweise unser Installateur, wir haben ihm das erklärt, wie das installiert werden muss, sitzt also wirklich bombenfest hier drin, da wackelt gar nichts mehr. Das ist wichtig, damit das Wasser sich nicht rücklaufend verhalten kann oder hier irgendwie reinfließt. Wir hatten hier schon einige Stürme, daher war das, denke ich mal, eine wichtige und richtige Entscheidung. So, das war es eigentlich auch schon. Ich stecke das mal wieder rein, beziehungsweise wir sollten, ich glaube mal, das Ganze reinigen. Aber machen wir dann später. Wir zeigen euch jetzt gleich mal die Schaltzentrale. Wir sind jetzt in der Küche oder direkt in unserem Eingangsbereich vom Tiny House. Direkt über uns befindet sich der zweite Lüfter. Die beiden kommunizieren ja immer zusammen, das hatten wir eben schon kurzzeitig erwähnt. Und zwar ist es so, wenn die beiden Lüfter jetzt gemeinsam arbeiten, also im Wärmerückgewinnungsmodus sind,
Dann wechseln sie ihre Richtung, also Luft nach draußen pusten oder nach innen pusten, alle 75 Sekunden. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie wir unser Steuerungspanel bedienen können, welche Möglichkeiten wir damit haben. Ich weiß nicht, ob man schon den Lüfter dann auch gleich hören kann, wie gut unser Mikrofon ist. Genau, ich habe jetzt mal auf den Startknopf gedrückt und wir sehen sofort, die Wärmerückgewinnung hat begonnen. Unsere normale Lüftung mit den zwei Lüftern, die interaktiv arbeiten und alle 75 Sekunden dann umschalten. Lüftungsgrad Stufe 1. Das ist tatsächlich auch kaum wahrnehmbar, eigentlich nicht hörbar. Und wir können das Ganze jetzt mal hochfahren in Stufe 2, Stufe 3 oder Stufe 4. Im Alltag hatten wir aber bisher den Lüfter immer auf Stufe 1 oder Stufe 2, je nachdem, wie heiß es auch draußen ist oder wie stark die Sonne auf das Haus scheint und sich das Haus erwärmt. Wir können ganz kurz nochmal den Modus jetzt auch testen des Durchlüftens, des Stoßlüftens. Da Ilan und ich sehr sensibel sind, was das Einschlafen angeht oder wir einfach überall die Geräusche auch wahrnehmen, hatten wir natürlich Sorge, dass diese Lüfter gegebenenfalls zu laut sein könnten. Und deshalb fanden wir den Modus ganz cool, dass man hier auch eine Schlummerfunktion aktivieren kann. Dadurch, dass wir aktuell noch nicht in unserem Haus schlafen, haben wir da noch keine Praxiserfahrung. Aber man kann somit den Einsatz des Lüfters um eine Stunde verschieben. Und das macht man, indem ich einfach erstmal einstelle, in welchem Modus er später springen soll. Halte dann Knopf 3 und 5 gedrückt, bis nur noch das Licht hier leuchtet von der Wärmerückgewinnung und somit springt dann der Lüfter in einer Stunde an. Also wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie das dann wirklich sich im Schlaf verhält. Wir halten euch da gerne auf dem Laufenden, aber diese Funktion fanden wir auf jeden Fall schon mal ganz hilfreich. Zu dem Kontrollpanel möchte ich noch eine Sache ergänzen. Und zwar haben wir hier unten, wie schon bemerkt, noch einen Bereich. Da drin befindet sich unser Transformator, beziehungsweise der Transformator extra von diesem System, der die 230 Volt auf 12 Volt Gleichstrom umrechnet bzw. umwandelt. Und dieses wunderschöne Loch hier, das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, das verschwindet dann. Das war damals das Loch für das alte Kontrollpanel. Und wir haben dann aber gemerkt, dass das Datenkabel nicht ausreicht. Das heißt, dieses Loch wird verschwinden, sobald wir dann eben unseren Spritzschutz hier installiert haben oder die Rückwand unserer Küche. Zu dem Ablüfter gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Den haben wir noch gar nicht so richtig in Betrieb genommen oder nehmen müssen. Im Grunde ist hier ein Knopf, wenn ich diesen drücke, dann springt er auch an. Mehr ist es nicht. Wir haben hier, wir hören ihn auch schon, auch der hat hier oben den Schlitz. Da müssen wir in der Praxis dann schauen, wie die Erfahrung so ist, ob das da auch gut funktioniert. Er hat auf jeden Fall hier oben, ich mache ihn mal wieder aus, er hat auf jeden Fall hier noch zwei Sensoren, die dann eben auch schon erfüllen sollten, wann die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Und dann geht er auch automatisch an. Wenn er das nicht macht, dann aktiviere ich ihn einfach. Mehr ist da eigentlich nicht. Wir haben uns nämlich damals gegen dieses Smart-System entschieden, wo auch der Ablüfter und alle weiteren Lüfter eben mit diesem Computer, mit diesem Bordcomputer gekoppelt werden. Das war uns etwas zu überdimensioniert. Wir haben hier wirklich nur drei Lüfter, also einen Ablüfter und diese zwei Wechsellüfter. Wir sind jetzt wieder hier oben in unserem Loftbereich. Ich habe den Lüfter hier ehrlich gesagt, wir haben ja parallel auch gearbeitet, ich habe ihn noch nie wahrgenommen. Man hört ihn wirklich kaum, jedenfalls nicht in der ersten Stufe. Ab der zweiten Stufe hört man ihn. Man hört hier auch sehr, sehr viele Geräusche von außen, weil die Wände auch nicht so dick sind und auch umgekehrt. Also es ist sehr hellhörig, klar, oder etwas hellhöriger als ein gewöhnliches Haus. Somit fällt auch so ein Geräusch sicherlich auf, wenn man sich darauf konzentriert. Also da werden wir auf jeden Fall noch berichten und wir werden da auch sehr ehrlich berichten, auch wenn wir eine Vergünstigung bekommen haben für dieses System. Das möchte ich auch noch erwähnen an dieser Stelle. Wir sind eine Kooperation mit der Firma C-Ventilation eingegangen und haben dieses System etwas vergünstigt bekommen. Das wird aber keinen Einfluss nehmen auf unsere Meinung. Wir hoffen also, euch hat das Video heute gefallen. Und dass, wenn ihr euch auch ein Tiny House bauen wollt, dass ihr auf jeden Fall daran denkt, immer für eine Luftzirkulation oder für den Luftaustausch zu sorgen, damit die Luftfeuchtigkeit hier auch nicht zu hoch wird und dass die Schimmelbildung eben, dass dieser vorgebeugt wird. Wir hoffen, euch hat das heutige Video Liebling, bitte konzentrier dich. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte hör auf zu lachen. Ich kann so nicht aufnehmen.
Bis dahin wünschen wir euch allerdings noch einen schönen Sonntag. Was erzähle ich hier eigentlich? Was ist denn so? Also Anja hat schon Tränen in den Augen und wir haben sehr, sehr herzlich gelachen müssen, weil das jetzt hier wahrscheinlich schon der 20. Take ist, den wir aufnehmen. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu erzählen, außer wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, ciao!